Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Sunkenlands. So, wir müssen was trinken auf jeden Fall. Noch eine Kleinigkeit snacken. Ofenhammer, jetzt müssen wir eigentlich mal gucken. In dem Bereich würde ich erstmal nichts weiter erforschen. Hölzernes Segelboot. Gucken wir mal. Ein hölzernes Segelboot mit für 4 Personen mit 20 Aufbewahrungsfächern. Brauchen wir bloß noch 5 Stoff, ein Seil, also. Ein Seil. Jetzt bin ich erstmal nochmal gespannt, wie viel Platz, wie groß ist das? 50 Holz, 3 Seile. Das dürfte man allerdings, denke ich mal, hinbekommen. Wir haben 13 Holz. Oh jo, gehen wir mal wieder ein bisschen looten. Hat man ja vorgehabt. Ich brauche nicht so schreien. Wir können hier mal. Na gut, da war dann der Hai. Ach kommt, wir werden es noch sehen. Wir haben doch jetzt schon gute Schwimmflossen. Und immer schön nach den Blubber-Blubber-Blasen Ausschau halten. Hauptsache ist wie eher wie tief muss man dafür rein. Und ja, man hat mir noch den Tipp gegeben, dass man auch mal aus Schränken Münzen bekommen kann. Dankeschön dafür. Simplay. Ich gebe mein Bestes. Was ich allerdings schade finde, ist, dass man in den Wasser, Luftblasen keine Luft bekommt. Also können wir hier nicht großartig weiter looten gehen. Ist zu tief für uns. Und sonst gehen wir schnell zugrunde. Guck mal, vielleicht ist bei dem Tresor dort. Ist der nicht so tief. Das wäre optimal. Okay, haben wir auch wieder ein neues Gebiet. Das sieht ein bisschen aus wie ein Kraftwerk. Maschinenfabrik. Okay, vielleicht finden wir hier noch ein bisschen guten Loot. Vielleicht auch neben Tresor. Den wir schon mal auskundschaften. Der ist relativ nah. Der ist relativ nah dran. So, ihr müsst Daumen drücken, guter Loot. Okay. Ja, finde ich doch schon gut. Das ist auch nicht schlecht.
Chemische Substanz. Ich bin noch unbekannt, wofür man es braucht. Bestimmt am Ende fürs Craften, für irgendwas. Perkussionspistole. Boah, verwenden. Chemische Substanz. Wo seid ihr? Da. Wird zur Herstellung von Munition, Gasproduktion und mehr verwendet. Gut. Brauchen noch ein bisschen Komponenten. Gummi hätten wir, glaube ich, noch zu Hause. Ich wollte schon sagen. Aber gut, dass wir jetzt Rucksack haben, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ich bin mir dann bloß mal irre, was, wie viele Gegner es da gäbe. So, wie es optisch scheint, können wir den fast fertigen. Wir brauchen bloß noch einen Gummi. So, Gummi haben wir. Wir können länger tauchen. Und für die andere brauchen wir dann sogar noch Eisenbahn. Wir haben noch ein bisschen Platz. Ja, alles schön ausnutzen hier. Das Fass kann man, glaube ich, auch looten. Genau. Aber noch eine Toolkiste. Schön. Raubkopien, das sind bestimmt die hier. Vielleicht tun sie das dann im nächsten Update. Die Inseln sozusagen zumindest mit den Gegnern ein bisschen weiter auseinander spreaden. Dass das hier nicht so Gegner an Gegner ist. Ist ein bisschen sehr nah alles. Dass nur auf jeder Insel Gegner sind. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Version davor war. So lange hatte ich die nicht gespielt. Deswegen will ich da nichts Falsches zu sagen. Ah, schön, noch ein bisschen Schrotti. Ja, ich weiß, wir müssen gleich wieder was trinken. Dann nehmen wir noch ein paar Komponenten mit. Hier noch was drin? Nö. Wir haben noch Schrott. Alles ist gut, wir haben Schrott. Schrotti, beam me up. Was sind denn das? Okay, die Schatten am Boden sehen komisch aus. Zumindest bei dem Fisch da hinten. Sah der Schatten zumindest gerade eben komisch aus. Ich muss wieder hoch. Bau Luft. Zielstrebig schwammer zu den Komponenten zu. Solange jetzt die Raubkopien jetzt hier nicht ins Wasser springen und mich hier unten jagen, ist alles gut. Dumm, dumm, dumm. Ha, bis auf Holz haben wir vieles gefunden. Ja, dann darfst du doch nicht noch Maschinenfabrik umtauchen. Er hätte ja auch mal ein Holzmöbelstück stehen können. Okay, also an OBS Update liegt es nicht. Es kam vor uns, bevor ich diese Aufnahmen hier gestartet habe. Das OBS Update. Okay, Komponenten. Nice. Auch wenig Holz. Unnice. Wir nehmen noch das Auto mit, das FedEx-Auto.
Oder den Transporter. Keine Ahnung, ob es ein FedEx ist. Grob würde ich sagen, in der Zeit kann ich was trinken. Gut, ich denke mal, jetzt müssen wir auch relativ voll sein. Jo. Jo, jo, wir sind voll. Schön automatisch gespeichert. Wir trinken, wir essen. Gut, die hatten ja hier ein bisschen was zu essen. Ah, die sind wieder da. Die Butler. Die Butler sind wieder da. Schön. Aber irgendwie macht OBS nur bei Sunkland so die Probleme. Ach, das war wegen der Ausdauer. Ich dachte immer schon, da kommt dann hier ein Unwetter. Aber nee, das war die Ausdauer, die runter war. Aber ich habe jetzt keine Lust, einen Fisch zu fangen. Wir sind gleich zu Hause. Gut, dann müssen wir mal darüber gehen auf die andere Insel. Oder wir müssen wirklich noch ein paar mehr Beete hier anpflanzen. Na doch, und dann ein bisschen hier Büsche fangen. Pflanzen. Ich kam nicht drauf. So, wir haben noch was so. So mäßiges. Ah, hier waren die Komponenten. Chemische Substanz, das brauchen wir jetzt noch nicht. Trinken auffüllen. Schön. Dann haben wir das wieder voll. Ich denke mal, Vogel wird jetzt hier wieder rein sein. Ja. So, also wir machen uns mal von denen auch noch ein paar Bolzen. Ah, ich muss ja eh testen. Ich will ja eh mit den Waffen jetzt erstmal spielen, die wir haben. Deswegen gucke ich mal, wie ich jetzt mit der hier zurechtkomme. Okay, zwei Schuss. Sind wir da zwei von denen? Okay, ich glaube mal, für den muss ich ein Stück näher. Und wieder so eine Keule. Okay, es geht eigentlich mit dem. Gut, ich habe zwar jetzt gerade hier ein paar Pfeile Bolzen verschossen, aber naja, gut, Übung macht einen Meister. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bauen.
denke mal, versuch dir mal. Und dann schauen wir mal, ob die hier wiederkommen. Und wenn wir sehen, geht da unser Speer kaputt. Aber okay, können wir mit leben. Das war jetzt erstmal zum Probieren, aber wir brauchen jetzt für das Segelboot ein bisschen Platz. Holz. So, fernmachst mal hier die kleinen und dann gehen wir an die großen Orgies. Schade, dass die hier immer so weit wegfliegen. Ist das nur bei mir so oder ist das auch bei euch so? Schreibt ruhig mal gerne rein. Würde mich sehnlichst interessieren. So, Screenshot nicht vergessen zu machen. Ob ihr sagt nämlich wieder hier, du hast jetzt nur 11 Minuten aufgenommen. Obwohl es eigentlich 16 Minuten sind. Ich habe jetzt erstmal eiskalt aus Versehen die Aufnahme beendet. Deswegen 4 Minuten noch. Grob. Muss ich dann nachher bloß dran denken, wenn ich die Videos dann benenne, dass das Part 1 und Part 2 ist und ich dann da stehe wie so ein Schiebschnell. Ich habe doch 3 Folgen aufgenommen. Noch eins. Auf jeden Fall haben wir hier eine relativ gute Holzquelle. Schade. Bin auch mal gespannt, wann wir so die Zitrusfrüchte finden. Entweder müssen wir da auf andere Inseln, da müssen wir auf jeden Fall. Oder wir haben Glück und finden wir einen. So, jetzt gucken wir mal, wie lange wir hier brauchen. Ja, ah ja. Nordenstamm irgendwo hingeflogen. Man weiß ja hier nie. Sehr schön. Frage, kann ich dich fällen? Nö. So, haben wir jetzt hier alles. Nicht, dass ich hier wieder was versteckt und ich sehe es nicht. Falls ihr es wisst und dass sich hier was versteckt, sagt nur ja, da versteckt sich was. Aber nicht wo. Muss auch suchen können. Vielleicht habe ich auch irgendwo irgendwas übersehen, eine Kartoffel. So, ja, und das geht wirklich wunderbar mit den anderen Samen.
So, also. Pflanzen wir mal ein bisschen Holz an. Ich sage erstmal an der Stelle, wir trinken noch was. Und essen. Schlafen noch fix und dann sehen wir uns wieder, wenn wir dann anfangen. Wenn wir ausgeschlafen sind. So, an der Stelle sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.